So, hallihallo, ihr Lieben, wir sind hier wieder bei einer neuen Minecraft-Folge. Yay! Ja, jetzt habe ich jemandem was versprochen. Und zwar, Entschuldigung, ist es Slap Minecraft gewesen, der hat mich angeschrieben und meinte so: Hey, hättest du denn nicht Lust, mal unser Texture-Pack zu verwenden? Und das habe ich mir doch glatt mal runtergeladen. Und das werden wir doch gleich mal ausprobieren. Was ich ganz lustig finde, er hat geschrieben, dass er immer gerne so kleine Easter Eggs einbaut. Hehe, das ist das Texture Pack. Die Auflösung ist jetzt geringer wie das, was ich normalerweise verwende, was aber jetzt nicht unbedingt negativ ist, weil vielleicht läuft mein Minecraft dann besser. Denn wenn ich jetzt mal ganz kurz dazwischen funken darf, eine kleine schlechte Nachricht. Ich nehme jetzt gerade mit meinem alten Laptop auf. Was heißt alt, kann man jetzt nicht sagen, aber mit meinem Laptop eben. Weil MG Muss Mit hat heute sehr viel aufgenommen und diese Folgen sind gerade am Rendern. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir mal. Nee, er baut immer gerne Easter Eggs ein, hat er gesagt. Und zum Beispiel, dass er einen Zombie nach dem Vorbild von jemandem gestaltet. Du siehst definitiv aus wie Thaddäus. Eieieiei. Was sind du? 16 Smaragd für einen Diamantharnisch. Tut mir leid, aber das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ich kauf dir das nicht ab. Bist nicht eh du der, den ich letztens da runtergeworfen habe? Also ich finde es eigentlich ganz interessant, das Texture-Pack. Müsste man mal sagen, wie ihr es findet. Ob ich vielleicht mal ein bisschen mit dem aufnehmen soll. So, mal gucken. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier rauf. Stimmt, ich brauche jetzt da unbedingt mal Glas, dass ich hier die Scheiben endlich mal fertig mache. So, wir haben hier oben gehört Holz rein, haben wir gesagt, gell? Erde haben wir hier. Cobblestone und so weiter. Habe ich Schilder dabei? Und wenn ja, wo, oder nein, oder wo? Wo habe ich die hingepackt? Ich brauche noch Schilder, damit wir hier dann endlich mal aufräumen können. Holz habe ich dabei, genau. Ich habe in der letzten Folge ja falsches Holz gesammelt, genau. Ja, ich werde ja auf alle Fälle den Kanal von Slab Minecraft reinstellen in die Kanalbeschreibung, in die Videobeschreibung, sofern ich es nicht vergesse. Ich bin ja da immer ein bisschen schlimm. Ich vergesse das immer sehr gerne. Ach ja, stimmt, ich hatte einen Vorschlag bekommen, was wir da unten machen könnten. Also, ihr wisst schon, hier unten, Moment, gehen wir ganz kurz runter. Hier unten. Ein Partykeller. Der Vorschlag finde ich eigentlich ganz nett. Wobei das natürlich jetzt ganz witzig ist, weil dann müsste ich hier das alles wieder wegreißen. Mal überlegen. Also ganz so schlecht finde ich die Idee eigentlich nicht. Ja, es läuft jetzt im Moment gerade einigermaßen flüssig, obwohl ich mit meinem PC aufnehme. Ist auch nicht übel. Jetzt gucken wir mal an, wie sich das hier. Oh. Gut. Bis auf das, dass es jetzt natürlich eine geringere Auflösung hat als mein letztes Texture-Pack, muss ich sagen, gefällt mir das jetzt hier vom Ansatz sogar fast besser. Ja, gucken wir mal weiter. Nee, ich sollte jetzt mal Schilder machen. Oder erst mal gucken, ob wir noch irgendwo Schilder haben. Für mich persönlich ist das Problem jetzt, die Inventargegenstände wieder zu erkennen, weil sie natürlich dann gern auch ein bisschen anders ausschauen. Und wie hier, ich hätte jetzt im ersten Moment nicht gecheckt, dass es leid ist. Ich dachte mir so, hä, habe ich einen Bilderrahmen? Gut, schauen wir mal, habe ich irgendwo noch Schilder reingestopft? Ja, hier, weil sie da auch so toll reingehören. Oh Mann, Julchen. Gut, dann könnte man zumindest schon mal was mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Pflasterstein, genau, nehmen wir gleich mal Cobblestone mit. Hauen wir uns das Inventar gleich mal mit Cobblestone voll, dann können wir das zumindest schon mal in Kisten unterbringen. Nee, keine Sorge. Also ich will jetzt nicht hergehen und hier die komplette Folge nur mit Aufräumen verbringen. Ist auch Schwachsinn. Auf alle Fälle warte ich dann sehnlichst auf die Nacht und bin mal gespannt, ob mir ein Zombie über den Weg läuft, wo ich der Meinung bin, dass das mich darstellen könnte. Oder wie auch immer. Müssen wir mal gucken. So, hier, Cobble clean. Cobble und clean in eine Kiste. Julchen, da hast du jetzt aber nicht so sehr mitgedacht. Ja, obwohl, so schlimm ist es eigentlich nicht, weil so viel Kobbel brauchen wir nicht. Das können wir dann immer schön umwandeln. So, dann schauen wir mal weiter. Nee, also ich bin eigentlich schon so, dass wenn mir jemand schreibt und sagt, Texture Pack verwende ich gerne, überhaupt kein Problem. Ich bin ja auch schon am Überlegen. Nee, Moment. Ob ich denn nicht vielleicht auch mal Adventure Maps annehmen soll. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Nee, Moment, das war jetzt eigentlich eine blöde Idee. Das ist jetzt noch eine blödere Idee gewesen. Naja, müssen wir mal gucken. Also Adventure Maps möchte ich eigentlich schon in der Zukunft mal machen. Wäre eigentlich eine ganz spannende Idee. Ne, Erde, Sand. Sehr schön. So, was packen wir da unten dann rein? Kies? Kies und was noch? Naja, gut, das wird sich rausstellen. Erde.
Und Sand. Hehe, ein Block, sehr schön. Ja, ich muss definitiv mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen in Minecraft, weil mein Minecraft ist ja schon sehr doof sortiert. Was haben wir noch dabei? Ah ja, okay. Werkzeug. Genau. In Werkzeug kommen natürlich auch andere Dinge rein, also auch ein Schwert oder so. Können wir das jetzt hier mal reinhauen? Ja, Leute, ich sag's euch, ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass jetzt allmählich die Zeit vorbei ist mit diesem ganzen Weihnachten, Silvester und so weiter. So gern ich's eigentlich mag, so froh bin ich aber auch, dass jetzt endlich mal wieder Ruhe ist. Kann ich noch eine andere Kiste machen? Produkte. Wow, war jetzt aber ein schweres Wort, Julchen. Naturprodukte. Habe ich richtig? Nee, ich habe es nicht richtig geschrieben. Ja, ich sollte eigentlich noch jemand anderen erwähnen. Und zwar bin ich angeschrieben worden von Movie Let's Play. Ganz, ganz neuer Kanal. Die haben vor, ja, längerer Zeit mal einen Trailer und Intro hochgeladen. Zum Produkte. So. Genau. Und seit 2 Tagen laden sie auch Let's Plays hoch. Und der hat mich angeschrieben und meinte so, hey, könntest du uns nicht mal erwähnen? Moment. Spawnerei. Passt zwar nicht. Nee, Drops. Drops, so heißt der Schmarrn. Drops. So, genau. Wir haben vor kurzem jetzt angefangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich mache ich das. Ich bin ja nicht so, dass ich das nicht machen würde. Gerne erwähne ich das mal. Ist überhaupt kein Problem. Julchen ist für alle da. Ja, ach, Schwarzpulver kann dann auch rein hier. Wie gesagt, die haben vor kurzem erst angefangen. Haben dementsprechend noch nicht viel hochgeladen. Also die haben jetzt 5 Videos oben. Insgesamt haben sie auf diesen 5 Videos 405 Klicks. Und 12 Abonnenten, meine ich, haben sie jetzt im Moment. Sind halt 5 Jungs. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den 5, das mich angeschrieben hat, meinte halt so, ja, wir sind halt 5 durchgeknallte Jungs, die aber auch gerne mal ernst sein können und wir spielen alles Mögliche. Ich werde euch auf alle Fälle auch von den beiden den Kanallink in die Beschreibung packen. Vielleicht wollt ihr mal vorbeischauen. Das liegt natürlich in eurer Hand. Ich will da niemandem was vorschreiben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, hier haben wir jede Menge Eisenstiefel. Das ist für mich im Moment gerade ein kleines bisschen das Problem bei dem Texture-Pack, jetzt die Gegenstände zu erkennen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber da werden wir schon mal schauen. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mir eure Meinung hinterlasst. Ob ihr sagt, hey, eigentlich gefällt mir das Texture-Pack sogar besser. Oder ob ihr sagt, ey, ich hätte da eigentlich ein anderes. Das wäre doch vielleicht cool. Das könntest du mal nehmen. Da bin ich ganz offen, denn wie ich ja schon in meinem Ankündigungsvideo zum ersten gesagt habe, ich möchte einfach ein bisschen mehr auf Community-Nähe gehen. Hier zum Beispiel muss ich jetzt sagen, finde ich, sieht man es im Inventar gar nicht wirklich, dass da Glasscheiben sind. Das ist vielleicht so ein Kontra. Ich möchte ja jetzt auch nicht alles schönreden. Und ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich auch mal sage, hey, da passt mal gerade was nicht. So. Dann könnten wir das Glas da auch gleich mal wo reinpacken. Hier oben machen wir mal vorerst mal Glas, sonst kommt mal vorerst mal nichts rein. Die Enderperle ist auch ein Drop. Oh, jetzt ruckelt's. Ja, jetzt ruckelt's. So. Ja, aber jetzt können wir jetzt nicht die ganze Folge hier rumtun, oder? Na, was ist denn jetzt los? Werde ich jetzt krank, oder was? Ist hier auch? Ach Gott, bin ich doof. Da gehört auch noch eine Scheibe rein. Ja, ich muss mich auf alle Fälle noch auf die Suche nach dem anderen Holz machen, weil ich ja eigentlich Holz gesucht habe in der letzten Folge, um da dran zu bauen. Ich bin schon wieder so ruhig und kontrolliert. Fällt euch das auf? Oh. Letzte Zeit war ich immer mehr so, oh, toll, tralala, tralalü. Und jetzt bin ich wieder so kontrolliert und langweilig. Aber mei. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Das ist auch nicht immer so leicht mit mir. Ah, Greiz ist mit mir, also Wahnsinn. Na, okay. Wahnsinn wäre jetzt eigentlich österreichisch, aber egal. So. Jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Eisen. Das müsste hier drin sein. Ja, Eisen. Ich Schlaui hab die Stickies schon wieder verräumt.
Was jetzt natürlich scheiße ist, wenn ich mir eigentlich ein Schwert craften will. Toll. Setzlinge habe ich, Stickies habe ich keine. Oh, hier haben wir auch noch eine Schere. Ah, aber hier haben wir ein Steinschwert. Naja, das ist ja auch schon mal was wert. Ja, ich sag ja, es ist jetzt für mich im Moment echt ein bisschen schwierig, mich hier auszukennen, was was ist. So, jetzt gucken wir mal. Steht da nicht die Sonne? Himmel ist ziemlich grau. Es ist eine sehr düstere, mittelalterlich anmutende Welt. Ich mache mal beide Türen auf. Ich bin halt einfach schlichtweg zu blöd, durch eine einzige Tür durchzulatschen. Da muss ich dann darauf zurückgreifen, dass ich mehrere Türen aufmache. So, jetzt dann aber. Dann können wir doch jetzt gleich mal Holz schaufeln gehen. Holz hacken. Schaufeln? Oh. Holz holen. Genau. Gucken wir mal. Ach ja, Leute. Oh, Moment. Optionen. Einfach so. Ich bin ja mal wieder darauf angesprochen worden, dass ich eine Dialektfolge machen könnte. Und ich finde ja grundsätzlich die Idee gar nicht mal so schlecht. Bist du vielleicht mein dunkles Holz oder bist du das Normale? Ich gehe jetzt mal. Ja, liebe Spinne, wieder ins Haus zurück dann und craft mir erstmal ein anständiges Schwert, weil bis ich hier mit diesem Schwert die Viecher totgeklopft habe, bin ich ja doof. So. Errungenschaft, dreimal auf Holz geklopft. Ja, ist das nächste. Ich ist mit Sicherheit aufgefallen. Die Minimap fehlt. Und wenn wir hier in meinen Einstellungen schauen, fällt euch auf. Ja, das Opti. Nicht Optifine, sondern MC-Patcher. Es hat mir irgendwie nicht hingehauen. Also, aus irgendwelchen Gründen hat's nicht funktioniert. Es ist bescheuert, aber ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, keine Ahnung. Blöd ist es halt, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ach ja, man craftet üblicherweise Schwerter auf einem Crafting-Table und nicht unbedingt in einer Kiste. Also, Julchen, benutzen wir doch mal den Crafting-Table. Ist ja auch so schwer. Ein Greiz ist es da mit mir. Schlimm, oder? So, hier haben wir ein Eisenschwert. Das sieht vom Design her eigentlich ganz interessant aus. Benutzen wir das doch mal. So, jetzt haben wir es. Okay. Gut. Skelett. Sehr schön. Wie schaut ihr aus? Oh, ihr habt ein lustiges Grinsen auf. Gefällt mir. Ja, Brustkorb ist vielleicht ein bisschen komisch gestaltet. Aber das ist mit Sicherheit auch mal wieder Geschmackssache. Das Gesicht gefällt mir. So, ha, hier vorne haben wir Zombie. Wollen wir doch. Du. Ja, spring mich an, du freust dich schon auf mich, stimmt's, ne? Denke ich mir doch. So, da vorne ist ein Zombie. Nein, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe. Ich muss mich auf den Zombie konzentrieren. Zombie, bist du ich? Du könntest ich sein. Ob du ich bist, weiß ich nicht. Nee, ich bin ich und nicht du, oder? Gucken. Ich weiß ja nicht, was er sich einfallen lassen hat. Das ist es ja. Und ich habe mir das Texture-Pack, wie es vorher war, nicht angeschaut. Oh, der ist knuffig. Ja, danke. Der ist knuffig. Der ist so ein bisschen, der hat so dieses Honeyball-Grinsen. Grinsen. Ja. Also, die Skelette schauen also alle gleich aus. Gut, ich weiß jetzt nicht, was es bei Skeletten random gibt. Ich weiß ich gar nicht. Kenne mich gar nicht so aus. Ich bin so ein Noob manchmal hier mit Minecraft. Als hätte ich noch nie Minecraft gespielt. Jetzt wäre ich eigentlich schon lange genug dabei. Also grundsätzlich muss ich jetzt mal sagen, ich finde es nicht schlecht, das Texture Pack. Aber ich glaube, ich bin viel zu sehr an meines gewöhnt. Und für mich ist es, ja, es ist schwierig. Auf der einen Seite finde ich es eigentlich total genial. Auf der einen Seite gefällt es mir. Also die Pixel an sich finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Es muss nicht immer das hoch aufgelöste Texture Pack sein. Aber irgendwas stört mich ein bisschen. Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. So, die nächste Folge werde ich auf alle Fälle noch. Was mache ich jetzt hier drinne? Da wollte ich gar nicht rein. Was mache ich denn jetzt eigentlich diese Folge noch?
Also Holzhacken. Nee, das war nicht die Frage, die ich stellen wollte. Verdammt. Das war nicht das, was ich sagen wollte. Du mein ich bist so ein Baum, wo ich brauche. Nee, ich werde wahrscheinlich die nächsten Folgen noch mit, also die nächste Folge vielleicht noch mit diesem Texture Pack aufnehmen. Mal gucken. Ach ja, stimmt ja. Das ist Zeldas Mond. Den müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Der Mond aus Zelda. Müssen wir uns angucken. Finde ich eine schöne Idee. Vor allem hier, der blickt mir immer aus genau da durch, wenn ich hier einen Baum weghau. Auch nicht schlecht, oder? So. Haben wir das hier. Und das hier. Ja, ich brauche unbedingt das dunkle Holz. Das ist ja das Problem. So. Nee, weil ich muss heute zwei oder drei Folgen aufnehmen. Oh, da sind sie zusammengewachsen. Und dementsprechend bin ich jetzt natürlich am Überlegen, ob ich jetzt diese Folge hier auch noch. Was willst du? Ob ich die nächste Folge auch noch mit dem Texture Pack aufnehme? Oder ob ich jetzt hergehe und die nächste Folge wieder normal aufnehme? Und ihr mir dann sagt, ob es euch denn gefallen hat, das Texture Pack. Ich glaube, das ist eigentlich die sinnvollste Variante. Wir haben jetzt zwar nicht so viel gesehen, aber ich denke, für den ersten Überblick reicht's. Und ich nehme jetzt dann noch ein oder zwei Folgen auf, damit ich für die nächste Woche versorgt bin. Und anschließend, was heißt anschließend? Ich bin heute so neben der Spur. Also ich nehme jetzt diese Folge hier fertig auf mit diesem Texture Pack. Die nächste Folge nehme ich mit dem alten Texture Pack auf und dann könnt ihr mir sagen, was ihr von dem Texture Pack gehalten habt. Ob wir es denn weiter verwenden sollen oder ob ihr sagt, nee, also mir persönlich gefällt es jetzt nicht so. Okay, also ich vermute, den Zombie, den wir als erstes gesehen haben, dass das der Zombie sein wird, der für mich implementiert wurde. Ja, ach, ich finde es so knuffig. Baum, 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 baum. Nichts reißen, nichts reißen. Komm, 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 komm. Wir brauchen ja ein bisschen Sprengpulver. Haben wir aber keins bekommen, ja? Herzlichen Dank. Wann bekomme ich mal wieder von Creeper Sprengpulver, hä? War ich eigentlich hier vorne schon mal? Das sieht hier so höhlenmäßig aus. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Da schau her. Da geht's in eine Höhle runter und ich war hier noch nie, obwohl ich hier eigentlich angefangen habe mit dem Let's Play. Ist auch nicht schlecht. Na, das sieht mir ja mal wieder über. Ähnlich. Gut, also ich finde die Idee mit dem Mond eigentlich sehr schön, aber gehört er nicht gedreht? Ja gut, aber dann steht er da ein paar Meter später auf dem Kopf. Ja, muss man ihn eigentlich so lassen. Gut, ich habe meine Frage wahrscheinlich selbst beantwortet hiermit. Nee, also Fazit ist, ich finde das Texture Pack eigentlich ganz hübsch. Hat seine Vorzüge, definitiv, ist wirklich schön. Und er meinte ja auch, meine ich, dass er alles selber macht. Also vom Prinzip her ist es definitiv hübsch. Was für mich im Moment das Problem ist dass ich natürlich jetzt die Inventargegenstände hier so absolut nicht gewohnt bin, weil sie doch sich ein kleines bisschen unterscheiden. Finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Also ich möchte dein Texture Pack definitiv nicht schlecht reden, also deswegen bitte nicht wundern, wenn die nächste Folge wieder mit meinem gewöhnlichen Texture Pack läuft. Aber ich möchte natürlich meinen Abonnenten auch die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, mit welchem Texture Pack wir spielen. Und deswegen werde ich jetzt dann wieder regulär einstellen in der nächsten Folge. Und wer weiß, vielleicht entscheiden sie sich ja für dein Texture Pack, dann werden wir es mit Sicherheit noch öfter sehen. Ansonsten kann ich natürlich immer wieder mal, wenn du mal was Größeres verändert hast, es mal wieder benutzen. Musst du mich einfach nur anschreiben. So. Auch da vorne bin noch mal ich, oder? Hallo, ich? Nee, das ist definitiv nicht ich. Was bist denn du? Hast du eine Tüte über den Kopf? Ach, ey. Oder bist du ich? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier aus. So, nee. Ich brauche Holz. Das ist schon mal ein Faktum. Ich brauche das dunkle Holz. Das werden wir in der nächsten Folge noch sammeln. Dann werden wir noch ein, zwei Sachen weiter aufräumen und mal gucken. Es lief ja jetzt einigermaßen stabum. Genau, stabum. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!